da bin ich. Ich rede jetzt extra leise, weil ich gerade ganz laut gemacht habe und ich weiß, ob ich jetzt vielleicht zu laut bin und ich möchte nicht, dass euch die Ohren wegfliegen. Hört ihr mich denn? Vielleicht? Okay, Moment. Nee. Ist es immer noch verzerrt? Ich kann das noch ein bisschen ändern, das ist nicht das Thema. Ich muss hier mal eben irgendwie so ein bisschen umräumen. Ich habe so viel Gedöns auf meinem Tisch stehen. Ach, ist alles nicht so einfach. Ah, ihr hört mich, ihr hört das Spiel, ihr hört mich gut und es ist nicht verzerrt. Fein, fein, fein. Dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los. Ach, aufräumen. Ordnung ist das halbe Leben. Ich lebe in der anderen Hälfte. Außerdem lieben meine Katzen das Chaos. Dann kann man sich besser verstecken und mehr Gedöns durch die Gegend schießen. So. Erstmal herzlich willkommen an alle, die da sind. Schön, dass der liebe Brossel auch da ist. Wir haben uns lange nicht mehr in Streams gesehen, nicht wahr? So. Wir sind übrigens in Kapitel 5. Was bisher geschah. Mit eigenen Augen erleben Luke und der Professor die Entführung Ramons mit. Sie sind ebenso entsetzt wie überrascht, als Ramon kurz danach in der Villa Reinhold auftaucht. Inspektor Chalmy, der in der Mordsache ermittelt, warnt Layton vor einer Einmischung in den Fall. Layton ist jedoch davon überzeugt, dass der goldene Apfel und der Mord miteinander verknüpft sind. Nun können sich unsere beiden Helden endlich ganz der Suche nach dem goldenen Apfel widmen. So. Und nein, es ist keine Ausrede, ich mag es einfach unordentlich. Also das, es gibt Leute, die freuen sich, wenn sie nach Hause kommen, es ist ordentlich. Aber die Freude über ein ordentliches Zuhause ist bei mir nicht so stark, wie das, die Freude über Zeit, die ich mit anderen Dingen als mit Aufräumen verbringe. Dann habe ich es lieber unordentlich und verbringe meine Zeit mit Dingen, die mehr Spaß machen. Mir macht das nichts, wenn ich nach Hause komme und da liegt immer noch die Wäsche von vor 5 Tagen. Das stört mich nicht. Solange nichts davon mit mir redet, wobei ich habe da 2 so Tupperbehälter im Kühlschrank, deren Inhalt mir selbst nicht mehr ganz so bekannt ist. Ich glaube, es war Aufschnitt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich überlege noch, ob ich die Behälter wegschmeiße oder spüle. Aber einer davon ist ein Original-Tupper-Behälter mit Hello Kitty drauf. Den möchte ich eigentlich nicht wegwerfen, aber ich habe Angst, dass ich den Geruch nie wieder rauskriege. Naja, man wird sehen. Aber es geht hier weiter mit Layton. Ich lenke vom Thema ab. So, was müssen wir jetzt tun? Mit Matthew reden. Wo ist der denn? Na, wenn das nicht Claudia ist, die wieder mal Saint Mystère unsicher macht. Das erinnert mich an ein schönes Rätsel, mein Junge. Versuch es mal. Rätsel 60. Kätzchen wiegen. Für 30 Picarat. Diese 3 Sorten Plüschkätzchen haben je nach Farbe ein anderes Gewicht. Beispiele 1 und 2 zeigen dir die relativen Gewichte an. Auf der linken Waagschale sitzen 3 rote und 4 schwarze Kätzchen. Auf der rechten 4 weiße und eine schwarze. Welche Waagschale wird sich senken, sobald du wiegst? Die linke? Keine. Die rechte. Also, 4 weiße Kätzchen wiegen so viel wie 5 schwarze. 2 schwarze und ein weißes wiegen so viel wie 3 rote. Tja, dann rechnen wir doch mal. Wir können das eigentlich alles ganz einfach machen, indem wir es in schwarze Kätzchen umrechnen. Hier sitzen... Da, man kann die 4
weißen Kätzchen durch 5 schwarze ersetzen. Dann haben wir hier 6 schwarze. Wenn wir die 3 roten durch 2 schwarze und eine weiße ersetzen, haben wir hier 6 schwarze und eine weiße. Dementsprechend ist hier ein Kätzchen mehr und deswegen senkt sich A. Easy peasy. Well, here's my guess. Leighton's apprentice saves the day. Exzellent. Du brauchst nur die roten Kätzchen links durch ihr unten gezeigtes Äquivalent an weißen und schwarzen Katzen zu ersetzen. Danach kannst du die weißen Katzen durch das gezeigte Äquivalent an schwarzen Katzen ersetzen. Damit wird das Rätsel zum Kinderspiel. Du hast dann nämlich 6 schwarze Katzen. Na gut, das habe ich euch gerade alles schon erklärt. Eigentlich gar nicht so schwer, aber da muss man erstmal drauf kommen. Ich habe beim ersten Mal auch länger gebraucht. Wenn man das Problem erst einmal richtig betrachtet, ist es gar nicht mehr so schwer, nicht wahr? Sie beehren uns bald schon wieder, Herr Professor. Matthew, ich frage mich, ob Sie vielleicht einen Hinweis auf den goldenen Apfel haben. Fällt Ihnen irgendetwas dazu ein? Hat zum Beispiel der Baron etwas verlauten lassen, bevor er starb? Ich muss Sie leider enttäuschen, Herr Professor, aber Herr Baron hat mir gegenüber nichts erwähnt. Ich würde Ihnen so gerne bei Ihrer Suche helfen, aber meine Pflichten binden mich leider an diesen Ort. Wenn doch nur Ingrid noch da wäre, um mir etwas zur Hand zu gehen. Wie bitte? Ingrid? Es ist schon Jahre her, dass Ingrid hier arbeitete. Sie war wie ich als Bedienstete angestellt. Sie war Floras Kindermädchen und half mir manchmal mit der Matthew! Jawohl, Frau Baronin, ich komme sofort. Bitte entschuldigen Sie mich, Frau Baronin verlangt nach mir. Wenn Sie mit Ingrid sprechen wollen, dann statten Sie ihr doch gleich mal einmal einen Besuch ab. Um diese Tageszeit wird sie sich sicherlich in der Nähe des Gemischtwarenladens aufhalten. Wenn ich Sie um einen Gefallen bitten dürfte, bitte richten Sie ihr meine ergebenen Grüße aus. Gerne. Ich werde Ingrid von Ihnen grüßen. Danke für die Hilfe, Matthew. Ingrid? Ist das nicht diese nette ältere Dame, der wir schon einmal begegnet sind? Genau. Außerdem war sie auf dem Foto mit der kleinen Flora. Komm, Luke, lass uns nach Ingrid suchen. Dann los! Der Laden liegt gleich außerhalb der Villa, nichts weiter als einen Katzensprung entfernt. Hey, ich finde meine Synchro gut, also Ruhe da. Sarkasmus ist übrigens die härtere Version von Ironie. Sozusagen Ironie für Fortgeschrittene. Dann finden wir Ingrid. Die haben wir schon mal gefunden. Das ist die alte Frau mit der langen Nase. Wobei hier fast alle seltsame Nasen haben. Da. Oh, na sowas, der Herr Leuchtturm, richtig? Mein Name ist Leighton, gnädige Frau. Ach genau, Herr Leighton. Was kann ich denn für Sie tun? Wir sprachen vorhin mit dem Butler der Villa Reinhold und er sagte uns, dass Sie dort einmal arbeiteten. Wir würden uns sehr gerne einmal anhören, was Sie uns so über den seligen Baron erzählen können. Oh du lieber Himmel, über den Herrn Baron also? Ich fürchte, ich kann Ihnen nur Geschichten erzählen, die schon eine halbe Ewigkeit her sind. Das klingt wunderbar. Erzählen Sie uns doch etwas, meine Dame. Das wäre sehr nett. Ach, ihr habt nicht über meine Synchro gelästert, über wessen denn dann? Nun gut, also ein paar Dinge über den Baron und seine erste Frau fielen mir da schon ein. Der Herr Baron und seine Frau Gemahlin konnten gar nicht genug voneinander bekommen. Es war wohl noch nie jemand so verliebt wie Baron Reinhold damals. Als sie starb, war die kleine Flora alles, was dem Baron als Erinnerung an seine geliebte Frau blieb. Also zog er das kleine Mädchen auf und schenkte ihr all die Liebe, die ein Kind sich wünschen könnte.
Die Dinge, die er ihr mitbrachte, Spielzeuge aus der ganzen Welt, Plüschtiere so groß wie sie selbst. Damals war er voller Lebensfreude. Er wollte der Kleinen ganz allein die Liebe zweier Eltern geben. Und was ist mit Flora passiert? Das weiß ich leider auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo sich das Mädchen heute aufhält. Als sie verschwand, habe ich schon seit langer Zeit nicht mehr für die Familie gearbeitet. Manche sagen, Baronin Dahlia hätte Flora auf die Straße gesetzt, um das Erbe selbst zu behalten. Aber das ist Unfug. Schließlich war dem Herrn Baron seine Tochter so wichtig, dass er das niemals zugelassen hätte. Oh, dabei fällt mir ein, das Grab der ersten Frau des Herrn Barons liegt im Garten der Villa. Wer es jetzt wohl pflegt? Die erste Frau des Barons liegt auf dem Grundstück begraben. Vielen Dank, gnädige Frau. Sie haben uns sehr geholfen. Komm, Luke, lass uns noch einmal hinauf zur Villa gehen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Grab der Hinweis sein könnte, auf den wir gewartet haben. Ja, aber erstmal möchte ich tatsächlich zu Oma Enigma gehen, weil wir aus dem letzten Kapitel noch ganz viele Rätsel über haben. Nee, falsch. Das ist nicht Oma Enigma. Das ist Oma Enigma. Na gut, ganz viele nicht. 3. Ich hatte mit mehr gerechnet. Hör mal eben meinen Tee um. Rätsel 52. Ich finde den Stern. 30 Pikarat. Ein Stern ist in diesem Bild versteckt. Er hat dieselbe Form und Größe wie das Beispiel rechts unten. Zeichne die Konturen des versteckten Sterns mit dem Touchpen nach. Oh, in solchen Rätseln bin ich immer ganz schlecht. Brossel, wenn du das Rätsel hier löst, darfst du auch die Leiche ausgraben. Aber ich glaube, ich habe den Stern schon. Ha, ich bin gut. Habt ihr ihn auch? Ich klopfe im Takt gegen meine Tasse. So ist eine Sheepworld-Tasse. Diese ohne dich ist alles doof, Tasse. Da steht sogar Tasse doof drauf. Ich mag Sheepworld. Und sie ist so riesig. Da passt, glaube ich, irgendwie ein halber Liter rein oder so. Soll ich euch zeigen, wo der Stern ist? Nettes sagt oben links. Jemand einen anderen Vorschlag? Tatsächlich trinke ich gerade Tee, weil ich heute nicht einkaufen war, obwohl ich es hätte machen müssen und kaum noch Sojamilch da habe. Und da ich meinen Kaffee nicht schwarz trinken kann, muss ich so ein bisschen sparsam mit der sein. Ich brauche meinen Kaffee morgens. Okay. Ich zeige euch den Stern. Oh, ich hoffe, ich kriege das hin mit der Maus. Das ist jetzt nicht so einfach. Auch wenn es ja meine tolle neue ergonomisch geformte Hightech-Maus ist. Tatsächlich die beste Maus, die ich je hatte. Die ist nämlich senkrecht. Das heißt, die Tasten sind rechts an der Seite, nicht oben. Man muss die Hand also auch seitlich halten. Ist aber viel bequemer. So, das ist der Stern. Bam. How does this sound? Wir buddeln die Leiche trotzdem aus, wenn wir können. Aber ich glaube, wir können es nicht. Du hast es geschafft. Wenn man nicht einen hat man nicht einen Wunschschrei, wenn man einen Stern entdeckt? Leichenflattern ist völlig okay. Ich wollte schließlich mal Pathologin werden. Fischdieb. Rätsel 53 für 35 Pikarat. Da hast du einmal weggeschaut und schon kam jemand daher und verschlang das Fischgericht, das du zum Abendbrot essen wolltest.
Drei Brüder wurden unweit des Schauplatzes dieses grässlichen Verbrechens aufgegriffen. Sie hatten Folgendes zu sagen. A. Ich? Oh ja, ich hab's vertilgt, war lecker. B. A hat dein Essen in Windeseile verdrückt, ich hab's genau gesehen. C. B und ich haben deinen Fisch nicht gegessen. Einer der drei Racker lügt. Aber wer? Tatsächlich ist meine Karriere als Pathologin bereits in der 6. Klasse gescheitert. Oder 7. Als ich in Biologie 5 stand. Dann habe ich beschlossen, das wird nichts. Bio und ich sind keine Freunde. Chemie und Physik und ich auch nicht. Naja. Was soll's. Also, wer lügt denn jetzt? Ich weiß es, wisst ihr es auch? Wo ist denn mein Handy? Da. Tamagotchi, geht's gut? Nettes sagt A. Das kann aber nicht stimmen. Denn, wenn A lügt, sagt B die Wahrheit. B sagt aber, A hat dein Essen in Windeseile verdrückt. Das kann ja nicht sein, das würde sich ja widersprechen. Also muss es C sein. Da hat Angelique recht. I think I've got it. Layton's apprentice saves the day. C ist der Lügner. A und C haben sich dein Fischgericht geteilt. Die Lösung wird klar, wenn man sich Folgendes vor Augen hält. Wenn A der Lügner ist, muss doch B lügen. Wenn B der Lügner ist, muss auch A lügen. Also gibt es nur die Möglichkeit, dass C lügt. Und das bedeutet, dass C an der Schandtat beteiligt war. Rätsel 54. Monsterangriff. Für 20 Pickerat, da kann es ja so viel nicht sein. Oh nein, das Dorf ist in größter Gefahr. Während du diese Zeilen liest, schickt sich ein abscheuliches Monster an, über das nächtliche Saumister herzufallen. Schlag das Untier zurück, indem du ihm ins Auge stichst. Und um Schnurrbärts Willen, beeil dich! Brossel C. hat gelogen, weil er und A. sich den Fisch geteilt haben. Also, wo ist das Monster und wo ist vor allen Dingen sein Auge? Ark, ich habe lange nichts von dir gehört. Bist du noch da? Wenn ja, mach mal. Komm. Oder wartest du wieder auf irgendwelche mathematischen Rätsel? Hat's wer? Wenn nicht, löse ich auf. Okay, Ark hat gerade zu Hause sein persönliches Callcenter. Der kann gerade nicht. Möchte jemand anders? Nertes hat recht, und zwar ist es der Mond. Well, here's my guess. Professor, I've solved it. So wird's besser deutlich. Gut gemacht. Das Biest hatte sich offenbar im Nachthimmel verborgen. Du hast ihm eine ordentliche Abreibung verpasst.
So. Das war's auch schon hier. Mal gucken, ob das Jüngelchen hier noch was für uns hat. Was? Ihr habt den Täter immer noch nicht dingfest gemacht? In was für einer seltsamen Welt wir doch leben. Darauf könnte ich so manchen Roman verfassen. Apropos Roman. Ich habe mir hier ein feines Rätsel ausgedacht. Wollt ihr es validieren? Rätsel 34. Wie viele Blätter? Für 40. Pika. Fahrt. Wie du unten siehst, liegen einige rechteckige Blätter Transparentpapier übereinander. Die Linien stellen die Bereiche dar, in denen sich die Blätter überlappen. Wie viele Blätter überlappen sich an der Stelle, an der der Haufen am höchsten gestapelt ist? Ja, dann macht mal, ich kann sowas nicht. Ich würde sagen 5 oder 6. Also eigentlich würde ich sagen 5, weil ich würde sagen, das ist zu wenig und wir legen einfach noch einen zur Sicherheit oben drauf. Prostel sagt auch 5. Das ist gut. Dann sind wir schon zu zweit. Ja, Ark sagt auch 5. Fein. Wenn ihr alle der Meinung seid, dass das 5 sind. That should do it. Wir sind gar nicht schlecht, meine Lieben. Has an answer. Stimmt genau. Dieses Rätsel scheint recht einfach zu sein, hat es in Wahrheit aber ganz schön in sich. Ausgezeichnete Arbeit. Aber der Roman, an dem ich arbeite, wird noch um einiges enigmatischer. Kommt doch später wieder, dann werde ich ein verblüffend geniales Rätsel für euch parat haben. Ah, ich glaube, wir haben das letzte Bauteil bekommen. Nee, es fehlt noch ein Bein. Ach, und ein Ohr fehlt auch immer noch. Okay, dann kann das noch was dauern. Also zurück zur Villa. Ach, Matthew. Hm? Oh, sehen Sie mal, da drüben ist Matthew. Guten Tag, Herr Professor. Hatten Sie Glück und konnten mit Ingrid sprechen? Ja, durchaus. Wir haben sie gerade getroffen. Verzeihen Sie mir die Taktlosigkeit, aber Ingrid sagte, dass die erste Frau des Barons hier begraben sei. Wissen Sie etwas darüber? Baronin Violas Grab? Ich wollte gerade selbst dorthin. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir mitkämen und einen Blick darauf werfen würden? Nicht im geringsten. Bitte hier entlang. Oh, Frankenweenie, den Film habe ich immer noch nicht gesehen, obwohl ich mal ein Paket dazu gewonnen habe mit Poster, Schlüsselanhänger und Tasche. Lohnt der sich? Hier hinein, meine Herren. Vorsicht, Stufe. Dies ist die Grabstätte der seligen Baronin Viola. Na sowas, das ist ja irgendwie schön hier und gar nicht unheimlich. Herr Baron bat mich, das Grab stets schön gepflegt zu halten und ich gebe mir damit große Mühe. Hier ruht Viola, meine einzig wahre Liebe. Diese Statue sieht Baronin Dahlia so ähnlich, kaum zu glauben, dass sie es nicht ist. Als Flora noch ganz klein war, ging Baronin Viola immer mit ihr in den Park hinter dem Dorf. Einige der Blumen im Garten stammen noch von jenem, die Flora hier für ihre Mutter gepflanzt hat. Oh, und ich habe noch nichts vom Tagebuch des Herrn Barons erzählt. Es ist im Zimmer von Frau Baronin. Vielleicht finden Sie darin ja einige Hinweise, die Ihnen auf der Suche nach dem goldenen Apfel helfen. Vielen Dank, Matthew. Wir werden es uns später mal etwas genauer ansehen. Nun, Luke, dann sollten wir uns am besten wieder auf den Weg in die Villa Reinhold machen. Schönes Grab. Aber viel zu aufwendig im Unterhalt.
jetzt hier das Tagebuch? Ja. Dies muss das Tagebuch sein, von dem Matthew sprach. Beeindruckend, wie gut er sich mit dem Inventar der Villa auskennt. Eigentlich ist es ja unerhört, das Tagebuch anderer zu lesen. Allerdings müssen die Ermittlungen weitergehen, also... Die Qualität der Fertigung ist außergewöhnlich. Es erinnert mich an meine süße Viola zu Lebzeiten. Was glauben Sie, ist dieses S, von dem der Baron spricht? Flora scheint es gar nicht zu mögen. Ich beobachtete mehrmals, wie sie davor weggerannt ist. Sie verbringt inzwischen mehr Zeit an Violas Grab als irgendwo sonst. Ich habe leider die Vermutung, dass sie sich nie mit ihm anfreunden wird. Ich kann es ihr nicht verübeln. Schließlich habe ich seine Persönlichkeit verändert. Es tat mir sehr leid, Flora dieser Veränderung auszusetzen, aber ich konnte es nicht mehr mit ansehen. Viola, du bist unersetzlich. Du bist meine erste, meine letzte, meine einzige große Liebe. Habe ich seine Persönlichkeit verändert? Was immer damit auch gemeint ist, es ist sicher wichtig. Vor 2 Tagen hatte ich einen Zusammenbruch und bin seitdem bettlägerig. Ich fühle mich, als hätte ich meine Flora als Vater enttäuscht. Ich hoffe, wenn ich fort bin, können die Dorfbewohner sie umsorgen, so wie ich es bisher tat. Er muss sehr krank gewesen sein. Mir bleibt wohl nicht mehr viel Zeit und ich muss mich bald von meiner kleinen Flora verabschieden. Es liegt nun alles in Brunos Händen. Flora, ich bete, dass du in deinem Leben glücklich wirst. Ich hinterließ einem alten Freund eine Botschaft, in der die geheime Stelle aufgezeichnet ist. Ich wünsche mir sehnlichst, dass der goldene Apfel gefunden wird und der Finder meinen Wunsch erfüllt. Professor! Baron Reinholds alter Freund. Wir müssen diesen alten Freund ausfindig machen, Luke. Professor, wie sollen wir nur diesen Freund finden, wenn wir bloß das Tagebuch als Anhaltspunkt haben? Haha, wie ich immer zu sagen pflege, das Glück liegt oftmals auf der Straße. Wir müssen einfach jeden hier befragen und Hinweise sammeln. Wie bitte? Also, ich meine, Sie haben natürlich recht, Professor. Machen wir uns an die Arbeit. Doch natürlich muss jede gute Ermittlung auch gut geplant sein. Fangen wir damit an, Ingrid ein paar Fragen zu stellen. Offenbar weiß sie einiges über den Baron. Oh, jetzt sind wieder alle da. Gerade waren sie es nicht. Das wäre der Dicke. Oh, Professor, Sie müssen mir einfach helfen. Ich bin schon wieder an einem Rätsel gescheitert. Als ein Mann von Welt wissen Sie ja, dass Frauen nichts anziehender finden als Rätselkompetenz. Ich zähle auf Sie. Bitte verdammen Sie mich nicht zu einem ewigen Junggesellen. Kann man nur so fett sein? Nagelbrettfiguren. Rätsel 61 für 40 Pikarat. Die Kreuzfigur auf dem Nagelbrett unten umschließt 9 Nägel. 16 der Nägel liegen außerhalb der Figur. Merk dir das Beispiel, denn jetzt bist du an der Reihe. Konstruiere eine Kreuzfigur, die 17 Nägel enthält, während 16 außerhalb liegen. Du kannst die Größe der Figur selbst bestimmen. La 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 la. Ach, Brossel, ich mag dich auch ohne Rätselkompetenz. Herzchen. Also, mag jemand sagen, wie das Kreuz zu bauen ist? Wobei das tatsächlich so ein Rätsel ist, was ihr mir schlecht beschreiben könnt. So, so, wenn 10 Finger deine Qualität sind, mein Lieber, möchte ich nicht wissen, wie das gemeint ist. Aber Männer mit Fingerfertigkeiten sind durchaus begehrt. Ich mache jetzt mal das Kreuz, weil ihr habt recht, erklären ist doof. 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Habe ich mich verzählt? Nee. Ach, es geht um die 17 in der Mitte. Ja, ja. Luke, here's my answer. Critical thinking is the key to success. Stimmt, genau. Das Rätsel ist im Handumdrehen gelöst, wenn du erst einmal darauf kommst, die Figur diagonal zu platzieren. Manchmal muss man einfach nur ein bisschen kreativ denken, um Rätsel zu lösen. Danke, mein Bester. Nun, wo dieses Rätsel gelöst ist, sehe ich mich schon vor dem Traualtar stehen. Oh, Professor, wie froh ich bin, Sie gerade jetzt hier zu haben. Ich möchte Sie um etwas bitten. Nur zu, verehrte Baronin. Ich stehe voll und ganz zu Ihren Diensten. Vielen Dank, Professor. Würden Sie mir dieses Rätsel lösen? Ich fühle mich ihm nicht gewachsen und von selbst löst es sich nicht. Rätsel 63. Wie alt ist die Mutter? 20 Pikarat. Vater und Sohn halten einen Schwatz. Der Vater sagt: Sohn, weißt du, es gab mal eine Zeit, da war dein alter Herr doppelt so alt wie deine Mutter. Natürlich war ich im Jahr darauf nur noch anderthalb mal so alt wie sie. Aber erstaunlich ist es doch, findest du nicht? Wenn der Vater 44 Jahre alt ist, wie alt ist dann die Mutter? Das ist tatsächlich ein sehr einfaches Rätsel, das viel komplizierter aussieht, als es ist. Und alle sagen 43. Und ja, ich male meine Vieren immer schon so, seit Ewigkeiten. That should do it. Critical thinking is the key to success. Stimmt genau. Die Mutter ist 43 Jahre alt. Als der Vater 2 war, war die Mutter 1 Jahr alt. Im nächsten Jahr wurde er 3 und sie 2. Man muss sich bloß klar machen, dass dies die einzig mögliche Alterskombination ist, die die Vorgabe erfüllt. Was für eine Erleichterung! Nun kann ich endlich an etwas anderes denken. Ich danke Ihnen. Ah, Layton. Demnach, was man so hört, lösen Sie gerne Rätsel, nicht wahr? Hier habe ich ein Exemplar, das selbst mir für einen kurzen Moment Kopfzerbrechen bereitete. Mal sehen, wie Sie damit zurechtkommen. Rätsel 62. Erbendreieck. 40 Pikarat. Ein Mann will mit einem seiner drei Söhne sein... Ein Mann will einem seiner drei Söhne seinen Besitz vermachen und stellt in seinem Testament eine recht ungewöhnliche Bedingung. Ich vererbe all mein Hab und Gut demjenigen, der die Fläche dieses dreieckigen Bereiches meines Grundstücks zu errechnen vermag. Nun ist der komische Kauz verblichen und die Nachkommenschaft schaut in die Röhre. Jeder könnte die Fläche des Quadrats ermitteln, aber die des Dreiecks gibt allen Rätsel auf. Kannst du die Fläche des Dreiecks errechnen? Dieses Rätsel ist, glaube ich, auch gar nicht so schwer.
Kommt einem aber so vor. Ich würde jetzt auch 150 sagen. Ah, Arkatz auch, ja. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich den Inhalt der drei anderen Dreiecke berechnet habe und vom Gesamtinhalt abgezogen habe. Ich weiß nicht, ob andere Leute das anders machen. Ich weiß nicht, ob Ark da eine einfachere Methode hat. Aber mit der bin ich gut gefahren. Huch, ach, hallo Bobo, seit wann sitzt du da unten? Kannst dich nicht einfach da hinsetzen. Ark hat anscheinend auch abgezogen. Das ist gut. Das freut mich. That should do it. Every puzzle has an answer. Stimmt genau. 150 Quadratmeter. Es gibt mehrere Lösungswege. Folgender ist besonders interessant. Wenn du die Darstellung unterteilst, wie in Abbildung 1 gezeigt, siehst du, dass A und B einander entsprechen. Wenn du A nach B bewegst, wie in Abbildung 2 gezeigt, kannst du schließlich zwei rechtwinklige Dreiecke bilden. Der Rest ist einfach. Wie kompliziert! Beeindruckend. Offenbar sind die Gerüchte um ihre Fähigkeiten doch nicht ganz gegenstandslos. Aber kommen Sie nicht auf dumme Ideen, sondern überlassen Sie die Detektivarbeit schön mir. In der Zwischenzeit können Sie sich ja mit der Suche nach diesem goldenen Apfel vergnügen. Und wieder unterwegs zu Ingrid. Ach, die steht direkt hier. Das ist aber nett von dir. Oh, na, sieh mal einer an, Professor Layton, nicht wahr? Mein Name ist Layton, gnädige Frau. Was hat sie denn gerade gesagt? Oh ja, richtig, Professor Layton. Da wir so viel über die Villa geredet haben, wurde ich ganz nostalgisch und dachte, ich sehe mal vorbei. Aber reden wir nicht über mich. Sie sehen so aus, als läge Ihnen eine Frage auf dem Herzen, oder? In der Tat. Wissen Sie vielleicht, wer zum engeren Freundeskreis von Baron Reinhold gehörte? Sein Freundeskreis? Nun, er ging nie besonders unter Leute, wenn Sie verstehen. Tut mir leid, mir fällt da niemand ein. Halt, Moment mal. Ich glaube, Zarpone ist manchmal zu Besuch in die Villa gekommen. Professor, meint sie vielleicht den, mit dem wir gesprochen haben? Stimmt, der Herr mit dem feschen Zirbelbärtchen. Oh, fesch ist auch so ein Wort, was man nicht benutzen darf. Wir sollten ihn fragen, ob er etwas weiß. Ich wette, er steht noch immer an der Weggabelung hinter dem Glockenturm. Wenn wir mit dem gesprochen haben, muss ich mal eben eine Minute das Headset zur Seite legen und Pommes in den Ofen schieben. Ich habe furchtbaren Hunger. Hat die was Neues für uns? Hihi, guten Tag, die Herren. Hey, ich verrate euch ein Geheimnis, wenn ihr dieses Rätsel löst. Ich kenne mich mit Geld nicht so gut aus, deswegen kann ich euch leider nicht dabei helfen. Rätsel 66. 5 Schnorrer für 60 Pikarat. Jede dieser 5 Personen hat sich Geld von einer anderen Person geliehen, sowie einer weiteren Person selbst Geld geborgt. Keine Person hat mehr als einer anderen Person Geld geliehen und keine 2 Personen haben sich gegenseitig Geld geliehen. Dir ist Folgendes bekannt. B hat sich Geld von A geliehen. A hat sich kein Geld von E geliehen. D hat sich Geld von C geliehen. Oh, Entschuldigung. Von wem hat A sich Geld geliehen? Kreise deine Antwort mit dem Touchpen ein. Also, B hat sich Geld von A geliehen. Also kann sich A nicht von B Geld geliehen haben. Von C hat sich D Geld geliehen. Das kann auch nicht funktionieren. Und A hat sich kein Geld von E geliehen. Also muss es D sein. Ist das so einfach?
Von B geht nicht, weil A an B abgegeben hat. Von C geht nicht, weil C von D Geld bekommen hat. Ah ne, C könnte ja immer noch sein. Ne, stimmt, C hat D Geld geliehen, so herum. Also kann C es nicht sein, ja. Also muss es D sein. Gut, dann nehmen wir D. Ach ja, ich muss ja einkreisen. Ah, Krüppelkreis. There we go. Another puzzle solved. Keine Ahnung, warum es dafür so viel gab. Eigentlich war das gar nicht schwer. Stimmt genau. A hat sich Geld von D geliehen. Wenn du den Geldfluss nachverfolgst, wird die Antwort offensichtlich. Ui, ihr seid ja schlau. Also gut, kommt etwas näher, damit ich euch mein Geheimnis sagen kann. Ich habe gehört, dass sich alle, die entführt werden, kurz vorher ziemlich krank fühlen. Bestimmt gibt das Turmmonster seinen Opfern ganz ekliges Essen, bevor es zuschlägt. Oh, bestimmt ist es Hamburger-Eis mit Trüffel und Mayonnaise oder so. Git. Vielleicht sucht es sich auch nur die Schwächsten von uns heraus. Aber was macht es dann mit den Leuten? Die Katze scheint sich ja gut mit der Maus zu verstehen. Meinst du, Luke? Ich hätte eher angenommen, dass die Katze die Maus gerade furchtbar quält. Aber wenn du sagst, die beiden verstehen sich, glaube ich dir. Natürlich, wenn es um Tiere geht, bin ich genau der Richtige. Übrigens, Professor, kennen Sie dieses Rätsel schon? Entschuldigung, ich musste mich mal eben anders hinsetzen. Ich muss auch mal irgendwie näher an den Tisch ran. Was ist E? Rätsel 65 für 50 Pikarat. Der Abbildung zufolge ist A gleich 2, B gleich 3, C gleich 3 und D gleich 4. Was ist also E? Wer die Lösung weiß, möge bitte eine Begründung dazu posten. Na? Brostel sagt 4. Weißt du auch warum? Das ist sehr interessant. Brossel sagt, es kommt auf die Anzahl der Seiten an. Arg sagt die Anzahl der Ecken. Und Nertis sagt die Anzahl der angrenzenden Bereiche. Entscheidet euch, meine Lieben. Tee ist gleich leer. Es sind die angrenzenden Bereiche. Jawohl, sind sie auch. Ah, oh, ich bin ans Mikro gekommen. Tut mir leid. Every puzzle has an answer. Gut gemacht. Die Zahlen, die den Buchstaben zugeordnet sind, beziehen sich auf die Anzahl der angrenzenden Bereiche. Und ich hatte schon gedacht, dieses Rätsel sei eine richtig harte Nuss. Leider war es wohl zu einfach.
befreundet mit dem Baron? Es stimmt, ich hatte mehrmals das Vergnügen, den Baron zu treffen. Sie würden also nicht sagen, dass Sie beide eng befreundet waren? Wir beide befreundet? Haha, nein, leider nicht. Fällt Ihnen vielleicht irgendjemand ein, der dem Baron nahestand? Nein, so genau kannte ich ihn nicht. Nun, es gab da natürlich noch... Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich schätze, Zappone kann uns auch nicht weiterhelfen. Ja, ich fürchte, er war keine große Hilfe. Nun, damit wären wir wohl wieder am Anfang angelangt. Aber zumindest ist es sicher, dass dieser enge Freund des Barons hier aus Samister stammt. Wir dürfen nicht aufgeben, Luke. Lass uns weiter herumfragen. Okay, hier ist zu. Ich gehöre nun mal nicht zur feinen Gesellschaft. Mit Baron Reinhold habe ich noch nie ein Wort gesprochen. Nun, Jungchen, ich würde gerne noch etwas plaudern, aber ich bin sehr müde und muss mich hinlegen. Fühlen Sie sich etwa nicht gut? Ich bin nur furchtbar erschöpft in letzter Zeit. Das liegt an dem Lärm aus dem Turm, wisst ihr? Das Grollen hält mich vom Schlafen ab, so laut ist es geworden. Wissen Sie, was genau es mit diesen Grollen auf sich hat? Gerüchte halber verschwindet jedes Mal, wenn dieser Lärm zu hören ist, ein Mensch in Saint-Mystère. Angeblich erwischt es immer diejenigen, die zu jener Zeit über Erschöpfung und Müdigkeit klagen. Aber all die Verschollenen tauchen stets bald darauf wieder auf. Das kann also nur blanker Unsinn sein. Jedes Mal, wenn es aus dem Turm rumort, verschwindet also ein Mensch. Interessant. Meinen Sie, das seltsame Grollen hat etwas mit dem alten Mann zu tun, der Ramon entführt hat? Das ist sicherlich möglich. Möglich. Aber wieso sollte er seine Opfer freilassen, nachdem er sie erst umständlich entführt hat? Professor, schauen Sie mal, hier liegt was auf dem Boden. Du hast recht, es scheint ein Stück Papier zu sein. Sieh mal, ob etwas darauf geschrieben steht. Ja, da steht was. Mal sehen. Der Chef hat heute meine neueste Kreation begeistert gelobt. Er ist ein guter Mensch und er gab mir eine neue Bestimmung. Ich habe meine Berufung gefunden. Ich will meine Arbeit tadellos ausführen, um ihm für seine Großzügigkeit zu danken. Das klingt sehr nach einem Tagebucheintrag, nicht wahr? Ich nehme stark an, dass mit der Chef der Baron gemeint ist. Ich habe für jeden Bedarf ein geeignetes Modell erschaffen, so wie der Chef es verlangt hat. Es macht mich froh zu sehen, wie sehr er sich für sie interessiert. Damit endet der Eintrag. Meinen Sie, diese Person hat beruflich irgendwelche Modelle hergestellt? Entschuldigt, ihr da! Hey, ihr! Meinen Sie uns, werter Herr? Ja, euch meine ich. Das hier ist doch eure Blumenvase, oder? Ich habe vor euch drauf aufgepasst. Oh Gott, ist sie hässlich. So etwas hat noch nie jemand an meinem Stand stehen lassen. Ihr seid ja wohl etwas zerstreut. Es tut mir leid, aber Sie müssen sich irren. Diese Vase habe ich noch nie zuvor gesehen. Was? Die Vase gehört gar nicht euch? Aber wieso hat dieser Typ gesagt, dass es eure wäre? Wie bitte? Wie sah dieser Mann denn aus? Nur mit diesem Hut ist mein Blickfeld wohl etwas schlechter als bei anderen. Hahaha. Dieser geheimnisvolle Mensch war keiner meiner Stammkunden, so viel kann ich Ihnen sagen. Aber es ist ja nicht weiter schlimm. Ich gebe ihm die Vase einfach wieder, wenn ich ihn wiedersehe. Ach ja, diese Blumenvase erinnert mich an ein Rätsel, das euch bestimmt gefällt. Es ist etwas, nun ja, mager. Aber seht es einfach als Häppchen für zwischendurch an. Also, jetzt geht's ums Ganze. Knobeln müsst die Schwarte kracht. Hahaha. Oh Mann. Rätsel 70. Gewesene Vase. Irgendein Trampel hat diese hinreißende Vase umgeworfen und zerbrochen. Setze sie wieder zusammen. Vorsicht, eine der Scherben gehört zu einer anderen Vase. Luke
here's my answer. Das war jetzt nicht schwer. Critical thinking is the key to success. Prima gemacht. Das war gar nicht schwer, oder? Wäre doch alles im Leben so einfach wie im Videospiel. Oh ja. Das habt ihr gut gemacht. Ich sehe schon, die Haxe immer aus ersparten den Zimmermann. Haha. Seid ihr eigentlich sicher, dass ihr euch nicht ein paar Salamis mitnehmen wollt? Ihr wisst doch, wie es heißt. Alles und ein Ende nur die Wurst hat zwei. Haha. Nein, danke. Schade für euch. Das war nämlich ein einmaliges Angebot. Tja, dann kann ich euch nur beste Grütze mit auf den Weg geben. Frohe Schnitzeljagd. Hahaha. Ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Was meinst du, Lu? Da stimme ich Ihnen voll und ganz zu, Professor. Was für ein Rüpel wirft denn seinen Apfel einfach auf den Boden? Ich hebe das mal auf. Es ist eine alte Zeitung. Also wirklich, wieso können die Leute ihren Müll nicht selbst... Moment mal, Professor, schauen Sie. Diesen Artikel müssen Sie sich ansehen. Na, das sieht... Da sieh mal einer an. Das ist ja Inspektor Chelmy. Haha. Inspektor Chelmy, brillanter Kriminalbeamter und hingebungsvoller Ehemann. Mordfall aufgeklärt. Inspektor Chelmy identifiziert Täter. Inspektor Chelmy, brillanter Kriminalbeamter und hingebungsvoller Ehemann. Chelmy feiert jeden gelösten Fall mit seiner Lieblingsspeise, den Süßkartoffelkipferl seiner Frau. Die Frau sieht nett aus. Sieh mal einer an. So ruppig wie er ist, hätte ich nie gedacht, dass er auch eine sanfte Seite hat. Sehen Sie nur, wie der alte Grieskram sich über seine Süßkartoffelkipferl freut. Ich wusste es doch. Es war viel Lärm um nichts, als er behauptete, dass Süßigkeiten ihn anekeln. Stimmt, Luke, das hat er behauptet. Wie eigentümlich. Oh Gott, wie redet der denn nochmal? Keine Ahnung. Stimmt es, was man sich so in Zombies Theorie erzählt? Seid ihr wirklich auf der Suche nach dem Reinhold-Vermögen? Das ist in der Tat richtig. Wir sind momentan auf der Suche nach einem guten Freund des Barons. Wir vermuten, dass er diesem Freund zu Lebzeiten einen wichtigen Hinweis anvertraut hat. Du lieber Himmel, das steht euch ja eine schöne Sucherei bevor. Oh, entschuldigt, ich bin Archibald August. Der Baron und ich, wir waren wie Pech und Schwefel. Wir führten die anregendsten Gespräche, manchmal bis in die späten Nachtstunden hinein. Sag mal, sucht ihr womöglich gar nach mir? Ja, es klingt fast so. Welch Glück, dass wir uns nach all dem Suchen einfach so über den Weg gelaufen sind. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Können Sie sich daran erinnern, vom Baron jemals eine Notiz oder einen Brief erhalten zu haben? Nein, ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas in der Art von August bekommen zu haben. Aber er gab mir einen sehr schönen Schreibtisch, der ihm einst gehörte. Vielleicht enthält er ja Hinweise. Der Schreibtisch des Barons? Das klingt ja fabelhaft. Ihr könnt mich gerne einen Besuch und einen Blick drauf werfen. Wäre euch das recht? Wir sind zu gütig. Es wäre sehr nett, wenn wir uns an den Tisch einmal genauer ansehen dürften. August würde zwei Rätselliebhabern wie euch sicher nicht verbieten, seinen Schreibtisch anzuschauen. Wo ich gerade eure Aufmerksamkeit habe. Lasst mich euch einen guten Rat geben. Sein Ziel im Auge zu behalten ist wichtig, aber wenn ihr zu wenige Rätsel löst, bereut ihr es noch. Also versucht, möglichst viele Rätsel zu entdecken und löst so viele, wie ihr könnt. Hört auf einen alten Hasen. Manchmal ist es gut, sich etwas Zeit zum Rätseln zu nehmen. Also gut, genug davon. Gehen wir runter zu meinem Haus. Mir nach. Das ist der alte Schreibtisch von August. Lasst euch ruhig Zeit mit eurer Untersuchung. Wunderbar. Luke, lass uns gleich anfangen. Sehen Sie, Professor, ein verstecktes Rätsel. Rätsel 108. Knoten oder nicht? 50 Pikarat. Vor dir liegen vier verschlungene Seile. Welche davon werden einen Knoten haben, wenn du die Enden straff ziehst? Markiere sie. Das ist prima. Ich schiebe jetzt meine Pommes in den Ofen
Und ihr könnt hier raten, welche Dinge einen Knoten ergeben. Bis gleich. Ah. So, da bin ich wieder. Habt ihr eine Lösung? Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht die ganze Zeit über Essen geredet, sonst kommen wir hier nicht weiter. Denkt dran, es können auch mehrere sein. Also bei C seid ihr euch anscheinend alle einig. Bei den anderen ja irgendwie nicht so. Oh, das bin ich. Es ist unglaublich schwierig, mit der App von YouTube ein Video zu bearbeiten. Weil da oben sind drei so kleine Pünktchen, auf die man klicken muss, um es zu bearbeiten. Aber das funktioniert nie. Dann öffnet sich einfach immer das Video. Okay, also D auf keinen Fall, sagt ihr, ja? Nehmen wir einfach mal nur C, gucken, was passiert. I think I've got it. Sehr gut.
prima gemacht. Du musst dir das Rätsel nur ansehen, um es zu lösen. Allerdings sind die Bilder kompliziert und man lässt sich leicht durcheinander bringen. Vielleicht sollst du dieses Rätsel mal mit echten Seilen nachspielen. Dieses Rätsel ist nicht einfach. Dieser Brief wurde offenbar nie zu Ende geschrieben. Das lese ich jetzt nicht vor, weil das eigentlich eh nur Blabla ist. Hier ist nichts weiter. Sehen wir woanders nach. Es scheint eine Notiz zu sein. Vielleicht weist sie uns den Weg zum goldenen Apfel. Was halten Sie von diesem Kreuz? Ich fürchte, dazu fällt mir im Moment auch nichts ein. Entschuldigt bitte die Störung, aber ich erhielt soeben einen Anruf von Beatrice aus der Pension. Anscheinend hat sie Probleme mit einem Gast und würde gerne mit euch drüber sprechen. Nun, dann helfen wir ihr besser. Vielen Dank, Archibald. Also, auf zur Pension, Luke. Willkommen zurück, Professorchen. Ich habe euch beide schon sehnlichst erwartet. Danke sehr. Ich hörte, Sie wollten etwas mit uns besprechen. Oh, allerdings, es ist unerhört. Einer der Gäste hat sich eben einfach aus dem Staub gemacht. Der Mann ist weg mit all seinen Sachen. Ich möchte, dass sie ihn wieder herschafft. Wie soll ich denn hier bloß meine Geschäfte leiten, wenn sich solche Halunken um die Bezahlung drücken? Können wir uns das Zimmer dieses Herrn mal genauer ansehen? Gerne. Seht euch gut um. Hier, ich lasse euch rein. Pfui! Was für ein Schweinestall! Hier stinkt es nach Rauch und überall liegt Müll herum. Beatrice, können Sie mir diesen dubiosen Gast ein wenig genauer beschreiben? Also... Er hatte einen ausgefallenen Schnurrbart und er war nicht von hier, das sah man sofort. Er hatte einen Schnurrbart und stinkt nach Rauch. Oh! Könnte sie vielleicht von Inspektor Chalmy sprechen? Inspektor Chalmy, ist das nicht der aufgeblasene Schwätzer, der sich in der Villa rumtreibt? Nee, der war's nicht. Der Mann, der hier war, sah so viel bösartiger aus. Er trug einen langen Regenmantel. Ihr wisst bestimmt, wie so einer aussieht. Oh, wo ist der nur hin? Ich will ja nicht aufdringlich sein, Professorchen, aber würdet ihr diesen Halunken für mich suchen? Ich verlasse mich darauf, dass ihr den Halunken findet, der mich um meine Zeche geprellt hat. Professorchen, würdet ihr diesen Halunken für mich suchen? Herrje, wie sollen wir denn je mit unserer Suche nach dem goldenen Apfel vorwärts kommen? Es sieht wirklich nicht gut aus. Niemand weiß was und wir haben keinerlei Anhaltspunkte. Ich frage mich langsam, ob dieser goldene Apfel, von dem alle reden, überhaupt existiert. Nun, ich will dir nicht unbedingt sagen, dass wir überhaupt keine Anhaltspunkte haben. Denk nach, mein Junge. Es gibt einen Ort in Saumister, vor dem uns alle Dorfbewohner gewarnt haben. Was meinen Sie? Den Turm, Luke. Egal, wen wir fragen, niemand scheint etwas über diesen Turm zu wissen. Aber nehmen wir kurz einmal an, der Turm hätte etwas mit dem goldenen Apfel zu tun. Dann wäre es ganz logisch, dass die Bewohner von Saumister über diesen genauso wenig wissen. Und natürlich, wir müssen den Turm erforschen. Der Turm steht ganz im Norden von Saumister. Lass uns auf dem Marktplatz am Ende der Straße nach Norden nach einem Weg zum Turm suchen. Kapitel 6. Der unerreichbare Turm. Suche im Dorf nach einem Pfad zum Turm.
So, wir machen an dieser Stelle Pause. Bisschen länger, weil ich ja was essen will. Ich würde sagen, so eine Viertelstunde etwa. 10 bis 15 Minuten, je nachdem. Ich esse dann eben was und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich.